Da bin ich wieder. Na 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 na. Hallo. Guten Tag. Guten Abend. Und damit herzlich willkommen jetzt hier einfach mal wieder spontan hier mal wieder bei einem Video ganz normal vor der Kamera, denn ich dachte, ich möchte heute einfach mal wieder so ein paar Kommentare beantworten, einfach mal wieder so drauf losreden, wie ich es immer mal wieder gerne mache. Mache ich hier mal so zwischendurch, rede ich einfach mal gerne drauf los und erzähle euch einfach mal irgendwie was Schönes. Gut, ob es schön ist oder nicht, das werdet ihr wahrscheinlich später dann selbst entscheiden. Das kann ich euch ja nicht vorsagen, aber oder vorreden, aber. Schaut mal, wir sind auch nicht alleine. Guck mal, wer da im Hintergrund liegt. Seht ihr das? Da liegt ein kleines Hündchen. Das möchte uns jetzt belauschen, wenn ich hier einfach mal so rede. Ich bin schon wieder doof und ich komme schon wieder überhaupt nicht zum Thema, habe ich das Gefühl. Danny, komm doch endlich mal zum Punkt. Dam, da dam, 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 da dam, 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 da dam, dam, dam. Ich krieg gleich einen Drehwurm. Ich hatte mir überlegt, ich kommentiere einfach mal wieder ein paar Kommentare, die ich so in den letzten Videos bekommen habe und die ich immer ganz witzig finde. Und deswegen fangen wir einfach mal mit dem ersten Kommentar an. Und zwar wurde der geschrieben, ich muss mal nebenbei jetzt auf dem zweiten Bildschirm gucken, wo die Kommentare stehen. Der wurde jetzt bei dem Halt dein Maul-Video von Flummelchen oder mit Flummelchen, wieso von Flummelchen, mit Flummelchen, geschrieben. Und zwar von I'm that dude there. Und der hat geschrieben, kannst du mal ein FAQ machen? Mache ich eigentlich immer mal wieder zwischendurch. Hast du jetzt vielleicht noch nicht mitbekommen, mache ich aber eigentlich immer mal wieder. Und dazu hat er noch geschrieben, hast du irgendwas mit der Haut, weil du so blass bist? Bitte nicht böse nehmen. Einerseits klingt die Frage ein wenig merkwürdig, aber andererseits ist sie ja vielleicht auch berechtigt. Aber ich kann dir beruhigt sagen, ich habe nichts mit der Haut. Das ist einfach tatsächlich so, wie drückt man das am besten aus? Es ist tatsächlich von den Genen her oder vererbt oder von Natur aus, sagen wir mal so. Es ist einfach von Natur aus vererbt, sage ich einfach mal so. Mit blasser Haut oder mit einer etwas mehr blassen Haut bin ich ja nicht der Einzige. Davon gibt es ganz viele auf der Welt oder hier in der Menschheit. Und das ist tatsächlich nichts Krankhaftes oder nichts Schlimmes oder wie auch immer. Mal schlimm ist, lässt sich auch schwer definieren. Ich kann tatsächlich dann lange nicht Ewigkeiten durchgehend in der Sonne liegen, ohne mich einzucremen. Also ich muss mich dann immer eincremen, weil sonst wird irgendwann die Haut relativ schnell rot. Das ist nicht so angenehm. Nein, aber sonst tatsächlich nichts Schlimmes und auch keine Krankheit und auch kein Hautdefekt oder ja. Ich glaube, deine Frage wurde beantwortet. Um es gleich nochmal vorweg zu sagen, ihr könnt natürlich gerne immer wieder Fragen stellen, dafür sind die Kommentare da. Ihr könnt viele Fragen stellen, ich hau immer mal wieder zwischendurch jetzt so ein Video raus, wo ich einfach mal rede und auf eure Kommentare eingehe und dann könnt ihr auf jeden Fall gerne solche Sachen stellen. Das finde ich auch immer ganz interessant, wenn ihr sowas wissen möchtet oder interessant findet. Jetzt habe ich gerade einen Kommentar von Bumsdoggy bekommen auf das letzte Video mit dem Kölner Dom und dem allgemeinen Bumsdoggy-Server und zwar hat er geschrieben, finde die Videoqualität echt super, finde den dir super und natürlich auch, dass du hier auf dem Server aufnimmst. Wir haben dieselbe Webcam, aber wieso ist die bei dir so Hardcore HD und der Dumme ist vom Internet? Ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, welche Webcam du nutzt oder welche Kamera. Ich nutze die Canon G7X. Ich weiß nicht, nutzt du die auch? Ich nehme eigentlich ganz normal in Full HD auf. Ich weiß nicht, warum die bei mir Ultra HD erscheint, wie du es schon, also Hardcore HD erscheint, wie du es gerade geschrieben hast. Also ich kann dir ganz ehrlich nicht sagen, ich weiß nicht, wieso die bei mir so Hardcore HD erscheint. Also wie gesagt, ich nutze ganz normal die Canon G7X. Da steht ja auch in meiner Videobeschreibung drin. Ich denke mal, daher hast du es wahrscheinlich auch und ehrlich gesagt, ich weiß es wirklich nicht, warum die bei mir Ultra HD erscheint und bei dir nicht. Also ich nehme ganz normal in Full HD halt auf, 60 FPS, und ich renne ja auch in Full HD. Vielleicht deswegen der Unterschied, ich kann es dir nicht genau sagen. Ich bin da auch mal so ein bisschen, da bin ich wiederum auch nicht so ganz der Technikexperte. Da lässt mein Verstand mich dann auch irgendwie wieder hängen. Aber Dankeschön für deinen Kommentar, freut mich doch wirklich sehr, dass du jetzt das Video auch gesehen hast, gefunden hast und ja. Allgemein kann ich nochmal dazu sagen, falls ihr Fragen habt, welche Dinge ich nutze, welche Bildschirme, welchen PC, welche Webcam bzw. Kamera, das sei jetzt hier die Canon G7X oder welche Maus oder welches Mikrofon mit dem speziellen Rode-Stativ dazu oder Rode-Arm dazu, könnt ihr ja gerne mal in die Videobeschreibung schauen. Ich versuche jetzt auch immer das komplett aktuell zu halten, dass auch wirklich die aktuellen Sachen in der Videobeschreibung stehen, die ich auch wirklich tagtäglich nutze hier für die ganze Videogeschichte und deswegen schaut einfach mal da vorbei. Ich habe da jeweils immer die Amazon-Links mit drin.
drin. Das sind keine Amazon-Links, wo ich jetzt irgendwie Geld mit verdiene, weil ich habe gar keinen Amazon-Account. Und doch habe ich schon, aber ich habe ihn bis jetzt noch nicht genutzt. Also ich verdiene damit keine Provision oder ich kriege damit nichts dazu, weil ihr auf die Links klickt. Die Links habe ich einfach nur für euch allgemein, damit ihr direkt auf das Produkt zugreifen könnt, weil ich tatsächlich die meisten Produkte, hier zum Beispiel das Mikrofon, kriegt man ja auch bei Amazon, habe ich zum Beispiel beim Musikladen direkt in Hamburg gekauft, sowie alles andere, was ich eigentlich habe. Ich habe nichts bis jetzt aus dem Internet. Tatsächlich, ich bin immer eine Person, die gerne hinfährt und sich das gerne auch öfters anguckt, vielleicht auch ein, zwei, dreimal hinfährt und das vielleicht auch mal in der Hand haben möchte. Bis jetzt war ich noch nicht eine Person, die jetzt irgendwie alles aus dem Internet bestellt. Es ist tatsächlich so, ich gucke mir immer lieber gerne die Sachen nochmal direkt an und dann hole ich sie mir, wenn sie mir gefallen. Und weil ich auch dann einfach hinfahren kann, ich kann es mir holen und dann habe ich es. Und wenn ich es über das Internet bestelle, ist es immer so eine Sache, man muss meistens zu Hause sein, dann kommt es vormittags, dann ist keiner zu Hause, dann hin und her bei Nachbarn abgegeben, bla bla bla. Ihr kennt das ganze Gedönse wahrscheinlich selbst. Deswegen bin ich immer so die Person, die es gerne einfach im Laden kauft, hinfahren, kaufen, zurückfahren. Klappt natürlich nicht bei jedem Produkt, aber ich gucke da immer ganz gut, dass das immer so ein bisschen hinhaut und dass ich da nicht allzu den großen Umstand mit den Dingern habe, denn das ist einfach immer ein bisschen nervtötend. Und dann habe ich jetzt hier nochmal einen Kommentar von I'm That Dude There, und zwar unter dem Video Nachmacher-Video, beziehungsweise Du machst YouTuber nach. So ein Video habe ich auch mal gemacht. Und da hat einfach mal geschrieben, yo Danny, willst du dir nicht mal eine Frisur verpassen? Nicht böse gemeint. Aber das sieht wirklich nicht sehr gut aus. Tja. Ich mag kurze Haare. Ich glaube, das ist einfach der Punkt, man kann es nicht jedem recht machen. Man kann nicht irgendwie für jeden das Passende finden, sodass es jedem gefällt. Der eine sagt, die Frisur gefällt mir, der andere sagt, die Frisur gefällt mir nicht. Aber das Wichtigste ist doch tatsächlich, dass einem die Frisur selbst gefällt. Und dann mag es tatsächlich auch passieren, dass nicht jeder damit so einverstanden ist, wie man es vielleicht gerne hätte. Aber trotzdem, ich finde auch solche Kommentare immer ganz interessant, einfach mal so das Ganze zu besprechen. Aber wie gesagt, man kann nicht den Geschmack von jedem treffen, vor allen Dingen nicht, wenn es wirklich viele, viele, viele unterschiedliche Leute gibt, die ganz viele unterschiedliche Geschmäcker haben und deswegen wird man immer irgendwie auf Sachen stoßen, die einem nicht gefallen. Aber das ist halt einfach so im Leben. Mir kann auch nicht alles gefallen und mir gefällt auch nicht alles. Und deswegen habe ich natürlich auch kein Problem damit, wenn ihr schreibt so und so und das gefällt mir nicht. Das ist natürlich so, aber im Endeffekt muss man halt dann so damit irgendwie leben, wie es ist. Aber ich finde auch solche Kommentare, wie gesagt, immer interessant. Ihr könnt da einfach mal alles schreiben. Ich gucke einfach mal nach und spreche halt auch sowas gerne jetzt hier im Video an. Und ich würde mal sagen, das war jetzt auch so ein kleiner passender Abschluss, um jetzt mal zu sagen, das war es jetzt mal wieder mit Kommentaren und ein paar Infos nebenbei. Und ja, dann, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns morgen wieder. Und wenn ihr keinen Bock habt, dann lasst ihr es einfach bleiben. Ist vielleicht auch besser.